one of the most important fuels. Kohle ist derzeit einer der wichtigsten Brennstoffe. Daher gehe ich davon aus, dass Kohle auch in Zukunft das Rückgrat unserer Stromversorgung bleibt. Stellt sich nur die Frage, wie kann man Kohle umweltfreundlicher nutzen? Mithilfe welcher Technologien? Wir setzen da auf CO2-Abscheidung und Speicherung. Das ist die Abscheidung von CO2 im Kraftwerk bei der Stromerzeugung, um dann es in Pipelines irgendwo hin zu transportieren und unter der Erde zu lagern, wie die Erdkaverne. Jedes neue Kohlekraftwerk in den OECD-Ländern sollte mit dem CO2-Abscheidungssystem ausgestattet werden. Und in den Entwicklungsländern zumindest jedes zweite. Should be equipped with the carbon capture and storage. Man muss wissen, es darf nie wieder raus. Das ist eine Endlagerung. Über Tausende von Jahren. Nein, es darf überhaupt nie wieder raus. Und es wird sehr teuer werden. Und es wird nicht mal einen Kostenvergleich mit erneuerbaren Energien aushalten. Und das alles wird nur gemacht, nur aus einem einzigen Grund. Damit man weiter festhalten kann an der herkömmlichen Energieversorgung. Ein paar Jahrzehnte mehr. Hauptsache keine erneuerbaren Energien. Denn diese erneuerbaren Energien provozieren den Strukturwandel der Energiewirtschaft. Das ist ein Abfuck-Argument. Ein Versuch, sich zu retten vor erneuerbaren Energien. Und immer mit dem Argument, das reicht nicht. Oder man braucht noch Zeit. Die Brücke. Man braucht eine Brücke, ein paar Jahrzehnte, noch was anderes machen. Warum noch was anderes machen? Warum noch etwas neu investieren? Das 3 bis 4 Jahrzehnte bindet. Oder, wenn es nicht binden sollte, weil die erneuerbaren Energien in ihrer Dynamik dazwischen kommen, zu riesigen Fehlinvestitionen führen.